Da sind wir auch schon zurück beim nächsten Rennen dieser Saison. Zweites Rennen auf der World Tour. Zweites Sponsorenziel. Wir sind hier beim Cadel Evans Great Ocean Road Race. Es geht nach Geelong. Mal schauen, was das hier wird. Einige Leute von uns feiern heute ihr Saisondebüt. Ausreißergruppe wird's vorerst für uns nicht geben. Unser Kader für dieses Rennen: Simon Clark, Nathan Brown, Lawson Craddock, Luis Villalobos ist auch wieder mit dabei, genauso wie Sascha Modolo, Lachlan Morton und Tanel Kangert. Ja, natürlich will ich dieses Rennen hier gewinnen. Craddock ist hier am weitesten vorne von uns, ja. Das Feld rollt auch nur gemütlich dahin. Keiner will wirklich Tempo machen. Und da gibt es die ersten Attacken von Merhavi, Kudus, Kuhn, Baumann und Edward Dunbar von Ineos. Feld ist augenscheinlich glücklich. Jetzt kommt die Konterattacke von Stefan de Boot, von Dimension Data, Hector Carretero und Diego Rosa. Ja, das war's. Cummings hat die Lücke geschlossen, obwohl sein Teamkollege De Boot vorne war. Jetzt kommt Storer mit dem Angriff. Cummings geht hinterher. Carretero, Rosa, Ludwigsson, Sutherland will die nicht weglassen. Wieder gestellt, wieder nur die drei Fahrer vorne. Nämlich Kuhn, Bowman, Merhavi, Kudus und Edward Dunbar. Jetzt schaut so aus, als ob die Gruppe fahren gelassen wird. Honoré, Lachlan Morton da hinten. Gute Tagesform, tolle Stats mit eingerechneter Tagesform. Simon Clark, auch einer der Favoriten heute, zumindest für mich. Ja, hoffentlich kann da was gehen. Wir beschleunigen mal ein bisschen weiter. Feld tümpelt vor sich hin. 3 Minuten Vorsprung jetzt für die Ausreißergruppe. Die harmoniert augenscheinlich ziemlich gut. Alle drei gehen konstant durch die Führung. Keiner nimmt sich raus. Jeder arbeitet für den anderen. So soll das aussehen in einer Gruppe. Vorsprung jetzt schon 3 Minuten 40. Aber anscheinend hält das Feld den Vorsprung jetzt mal bei circa 3,5 Minuten fest. Wasser holen mal, ja, Modulo soll mal Wasser holen. Danach kann er wieder Position halten. Ja. Ein Tagesrennen eben. Relativ langweilig, es gibt keine Trikots zu gewinnen. Clark mit der Reifenbanne. Schafft er es alleine zurück? Ja, Clark sollte gleich wieder drin sein. Ja, Clark, da ist er schon wieder dran. Der Pechvogel der Tour d'Ananda. Immerhin hat er noch die Schlussetappe in souveräner Manier gewinnen können vor Pozzo Vivo. Punktewertung hat er gewonnen und ich glaube auch, das Bergtrikot war dann seins. Noch knapp 100 Kilometer, Vorsprung der Ausreißer sinkt auf 2 Minuten 40. Immer noch gute Harmonie da vorne, wird sich wohl bald ändern. Bald steigen auch wir in die Führungsarbeit ein hinten. Wir verlangsamen mal Clark hinter Morton, dann Craddock, Kangert, Villalobos, Brown. Ja, Nathan Brown heute nur der Helfer.
auch trotz eines hervorragenden vierten Ranges bei der Down Under Rundfahrt, kam sehr überraschend. Ich glaube, nicht nur für mich, auch für euch. Also damit, glaube ich, kann man schon sehr, sehr, sehr zufrieden sein. So, noch zwei, noch 80 Kilometer, 2 Minuten Vorsprung. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf, nichts Steiles. Und dann in der Abfahrt setzt sich Brown das erste Mal an die Spitze. Corendon ist hier auch dabei. Haben die Van der Poel, Seneschal ist dabei, Kort Nielsen ist hier, Cortina Topfavorit für heute, Philipsen, der ist in Topform, mal schauen, ob er über die Hügel mitkommt, hat ja auch eine Etappe bei der Down Under gewonnen, Matteo Moschetti, auch starker Sprinter, Corendon, oh, Tim Merlier, 76, 75 im Sprint, Lasse Norman Hansen, Meisen, Stallard, David van der Poel, Bruder von Mathieu und Vergaarde. Vorne sind wir jetzt im Anstieg drin. Ich versuche mal ein bisschen das Feld aufzureißen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Hier geht hinter, nein, hinter Clark geht dann nicht wirklich die Lücke auf. Meusen sorgt da gleich wieder für den Zusammenschluss. Vorsprung der Ausreise jetzt auf 50 Sekunden, 70 Kilometer vor dem Ziel. Unsere Jungs arbeiten, also Brown arbeitet. Oh, er fährt hier ein konstant hohes Tempo. Modulo hat es gelegt, zusammen mit Nick Schulz, kann aber weiterfahren. Ja. Modulo und Schulz, die beiden sollen hier jetzt einfach ganz gemütlich ins Ziel rollen. Immer noch 40 Sekunden Vorsprung für die Gruppe vorne. Brown schert aus. Und jetzt kommt Villalobos. In Modulo und Schulz. Modulo soll sich mal von Schulz lösen. Schulz schließt wieder auf, Modulo greift wieder an. Ja, das ist jetzt ein Rennen im Rennen da hinten. Vorne bestimmt immer noch Luis Villalobos die Pace, 50 Kilometer bis ins Ziel. Dahinter eine Vielzahl an Helfern aufgereiht. Aber jetzt geht es dann gleich wieder steiler berghoch. Da fühlt sich dann auch Villalobos gleich um einiges wohler. Craddock. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, jetzt kommen wir dann gleich in die ansteigende Passage. Hier geht schon leicht los, ganz, ganz sanft. Und dann vorne geht es dann richtig ab. Also da geht es jetzt dann richtig steil hinauf. Da sind wir jetzt drin. Villalobos, der kann Hügel fahren, 71er Hügelwart. Da gibt es den Angriff wieder. Cosnefroid. Benoit Cosnefroid, guter Hügelfahrer auch, der hat da natürlich nicht die größten Probleme mitzugehen. Aber dahinter springen schon wieder so Löcher auf. Und da hat sich jetzt tatsächlich eine 22-Mann-Gruppe absetzen können. Jay McCarthy schließt das Loch wieder. Ja, aber man sieht schon, es ist nichts gesagt hier, dass sich nicht auf einmal eine Gruppe absetzen kann. Jetzt kommt gleich der nächste Suchhügel. Nur noch eine halbe Minute für Danbor, Baumann und Kudus und Krangard. Auch hier versuchen wir es wieder. Tobias Ludwigsson, Bernsteiner, Cheryl Mason, Bibernick Garcia, Aragiro. Oh, geht da irgendwo die Lücke auf? Augenscheinlich nicht. Ja, Krankert kann jetzt auch nicht mehr angreifen. Aber wieder so eine Situation. Wir nehmen jetzt erstmal raus. Villalobos soll Wasser holen. Krankert reiht sich auch wieder vorne mit ein. Es geht weiter. Gleich kommt wieder der Hügel. Hier ein kleiner Zwischenanstieg. Nichts Großes. Dunbar. Edward Töns.
hat er angegriffen, Bowman jetzt alleine vorne, dahinter Rulands und Tönns, die beide angegriffen haben. Rulands von Movistar, Tönns von Trek und vorne immer noch Bowman von Lotto Jumbo. Hinten versuchen wir uns jetzt wieder nach vorne zu schieben. Morton ist da, Clark ist auch gleich am Hinterrad. Mason, Kaise, ja, jetzt kommt Quickstep auch nach vorne mit den Helfern. Und Devenins knallt hier schon mal ordentlich rein. Venturini, Garcia, aber Kangard bringt seine drei Fahrer am Hinterrad auch noch easy mit drüber. Jetzt soll Kangard mal Wasser holen. Craddock kann die Pace ein bisschen rausnehmen. Das macht jetzt die König in Person von Dries Devenins und Ilio Kaise. Meissen ist immer noch gut mit dabei. Kangard sollte jetzt schon langsam mal das Wasser bekommen. Wird jetzt da zwar den Anstieg ziemlich hoch sprinten müssen. Devenins, ja, jetzt kommt noch mal Mason, Seri, Peter Seri. Craddock hält aber mit. Kangard sprintet da hoch. Kangard, schafft er es noch? Seri, Kangard. Muss nur noch Craddock Wasser geben, hat er gemacht. Und jetzt kann sich Craddock hinter Kangard hängen. Und jetzt geht die Post ab 20 Kilometer nur noch. Da immer noch Seri, dann Hausler, dann die Bach-Rhein-Phalanx. Auch Arashiro gehört da noch dazu. Richese ist auch noch gut mit dabei. Kangard will da keinen wirklich weglassen. Sein Saisondebüt bisher sehr, sehr stark. Jetzt ist er aber leer, der Este. Vorne Craddock, Bernsteiner, Sieberg, die ziehen hier voll hoch. Ich lasse Modulo mal auf, automatisch fahren. Und vorne kann Craddock hier in den Berg hinein gut mitkommen oder nicht? 17 Kilometer nur noch. Craddock ist mit dran, genauso wie Morton und Clark natürlich. Clark, auf den müssen wir jetzt aufpassen. Uiuiui, das Tempo wird jetzt unsagbar hoch. Campenaerts, das war ein Angriff, der konnte sich keinen Meter nicht lösen. Ladanew kommt jetzt nach vorne. Ist das auch ein Angriff? Ich weiß es nicht, oder ist das nur Tempo machen? Könnte er genauso gut. Ja, das ist ein Angriff von Mathieu Ladanew. Aber Craddock, der paced hier volles Rohr nach. Und jetzt soll Craddock geht jetzt raus. Und dann kommt der Antritt von Laitlem Morton. Bergkönig oder kurz davor gewesen, Bergkönig zu werden bei der Tour d'Auvergne. Und Morton zieht den Angriff durch. 11 Fahrer nur vorne. 11 Fahrer jetzt vorne. Dahinter eine 10-Fahrergruppe. Mit Florian Seneschal, mit Tim Merlier, Maximiliano Richese, Martinelli, Craddock, Sanchez, Campenaerts, Janssen und Bol. Aber wer ist vorne? Castroviejo, Dillier, Oss, aber der sieht sehr geschwächt aus. Garcia hat sich behaupten können vorne. Matteo Moschetti und Adam Hansen ist auch noch mit vorne dabei. 9 Kilometer nur noch. Morton. Jetzt kommt gleich wieder der Huppel. Und auf den hat Laitlem Morton gewartet. Da kommt jetzt sein Angriff. 7 Kilometer vor dem Ziel. Den muss er jetzt abbrechen. Und Clark, der hat die Beschleunigung, um da mitzugehen. Und jetzt soll sich Clark mal hinter Cort Nielsen reinhängen. 24 Sekunden Abstand. Hinten muss Garcia Cortina selbst nachführen. Vorne Clark und Cort Nielsen. Clark jetzt natürlich mit der weitaus besseren Position, aber Cort Nielsen will das natürlich nicht alles alleine führen. Jetzt muss Clark nach vorne kommen. Hinten Garcia Cortina. Ja, das, nur noch 10 Sekunden. Clark, jetzt kommt Adam Hansen.
Und die Lücke ist zu. Clark nimmt jetzt raus. Ich will hier jetzt nicht wieder diesen taktischen Fehler machen. Ich lasse Morton antreten. Lächle Morton. Starker Antritt. Alle konzentrieren sich im Moment auf Clark. Und da kommt jetzt Garcia Cortina. Der tritt auch schon an für den Endspurt. Oh, 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 Clark, die letzten paar hundert Meter. Simon Clark. Oh, Arndt. Arndt vor Clark und Kort. Schade, schade, schade. Immerhin wieder Zweiter. Ja, Simon Clark in dieser Saison. Fast schon der ewige Zweite. Sehr, 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 sehr schade. Brown sollte auch nochmal versuchen, was für sein persönliches Ergebnis zu machen. Ja, ich hätte mit Kurt Nielsen mehr zusammenarbeiten müssen. War ganz, ganz klar meine Schuld, dass da nicht mehr draus geworden ist. Schulz hat da Modulo noch abgehängt. Naja, das ist egal. Simon Clark, immerhin guter Zweiter. Ja, schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Ja. Mal wieder. Mal wieder Simon Clark auf Position 2. Garcia Cortina konnte er noch gut übersprinten, aber dann war es das. Arndt war dann zu weit vorne schon. Ja, naja, immerhin. Immerhin Sponsorenziel erreicht. Alles gut, alles top. Morton wurde noch 14. Ich glaube, Top 3 wollte der Sponsor. Nein, Top 5, wir haben die Top 3. Ja, gut. Dann passt das schon. Soweit. Nächstes Rennen ist dann die San Juan Rundfahrt. Ja, die fahre ich nicht selber. Higuita Carfi soll damit Uran. Ja, da ist auch noch die Mallorca. Ja, die Mallorca ist, beginnt da zeitgleich. Ja, 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 gut. Ja, fünf Fahrer habe ich hier dabei. Uran, Carfi sind dabei. Ja, Carfi nehme ich raus, dann nehme ich Van Garderen mit. Ja, Sprinter. Keine Ahnung, habe ich einen, der schon... Ne, ich habe keinen, der hier schon... Oh, doch. McLean. Dann soll hier noch McLean mitfahren und Alex Haus lasse ich nochmal zu Hause. Hier gibt es auch Berge da. Flach, Hügel, sehr gut. Ach, dann Berg. Zeitfahren, noch eine Bergankunft. Ja, also da glaube ich, hat Uran mit Higuita und Van Garderen schon gute Helfer an seiner Seite. Daniel McLay soll die Sprints handeln. Ja, Material natürlich, Aerodynamik. Wir gehen gleich rein, simulieren diese Rundfahrt noch durch. Erste Etappe gewinnt Van Avermaet, Halvorsen und vor Hodek. 14. wird Daniel McLay, noch hinter Chris Froome. Naja, bitter, aber gut. Passiert. Es passiert hier jetzt im Moment eh nicht sonderlich viel. Zweite Etappe natürlich. Uran ist der Kapitän und das gesamte Team ordnet sich ihm unter. Uran ist unser Mann fürs Gesamtklassement. Und er wird hier 11. Van Garderen war noch vor ihm. Ja gut. Auch Zeudel noch vor Uran. Aber das ist zu bitter. Etappe 3 jetzt. Wieder flach. McLean steigert sich. 8.
Es wird besser. Ineos mit dem Doppelsieg. Jetzt haben wir den ersten Monat schon fast rum. Oh ja, genau. Wo ist Saude? Ja, ich nehme Belgien. Ganz, ganz klar, Belgien. Weil Straßenrennen, oh, das ist relativ hügelig. Okay. Ja, sind schon ein paar dabei im Zeitfahren. Wie ist das Zeitfahren? Flach. Ja, gut. Aber ich glaube, ja, Campenaerts sollte Belgier sein. Dann kann man da schon was erreichen. Jetzt die erste Bergetappe für Uran. Er gehört zu den Favoriten. Mal schauen, ob er dieser Rolle auch gerecht werden kann oder ob ihn wieder ja, Higuita sticht ihn diesmal aus, Uran immerhin 9. Damit ist er aber gesamt jetzt unser Bester. Nächste Etappe ist dann das Zeitfahren, soweit, ja genau, Zeitfahren, dann nochmal Berg und nochmal flach, die Mallorca, Murcia, La Guiglia, Almeria, Algarve, ja. Das nächste Rennen, das ich dann live zeigen werde oder selber fahren werde, wird die UAE Tour sein. Ja, hier nochmal eine Flachetappe. Gleich durch. Und dann verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.